Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute wieder mit dem Meta-Ranking. Diesmal für Januar 2015. Hat sich noch nicht so viel verändert seit Dezember. Ein neues Set ist rausgekommen. Aber es gab erst ein Turnier, also eine YCS, eine Ghost Circus Turnier, seitdem das Set rausgekommen ist. Und das war ein Tag nachdem das Set erschienen ist. Also gab es schon ein paar Veränderungen deswegen. Und gestern oder vorgestern, kommt drauf an, wann dieses Video kommt. Also auf jeden Fall vor ein paar Tagen kam das neue Monarchen-Structure Deck raus. Die werden wahrscheinlich auch irgendwo in den Top 5 landen. Top 3 wahrscheinlich sowas. Und nächsten Monat kommt auch schon wieder ein neues Set raus. Das habe ich total verplant, gar nichts davon gewusst. Und zwar Wing Raiders. Da sind irgendwie so diese Super Quantums drin, die man mit irgendwas mischen und spielen kann. Und nächsten Monat ist natürlich YCS Prag, also da wird sich wieder eine Menge am Meta-Ranking ändern wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben wir diesen Monat hier auf Platz Nummer 10 die Deathbot. Wir haben ein TBT React zu YCS Sydney Meta gemacht und da waren die überraschend weit oben. Und die kriegen auch richtig guten Support anscheinend und werden wahrscheinlich in der Zukunft ein bisschen weiter oben landen. Dann haben wir auf Platz 9 die Infernoids. Haben nicht wirklich viel gemacht. Sind vom 8. Platz runtergerutscht letztes Mal. Habe ich einfach mit Heroes getauscht. Ich sehe da leider nicht mehr viel Potenzial für die. Denke, in den nächsten paar Meta-Rankings werden die komplett aus den Top 10 rutschen. Dann haben wir, wie gesagt, auf Platz 8 die Heroes. Waren auch bei dem YCS Sydney Meta-Ranking, Meta-Review, TBT Reacting. Relativ überraschend weit oben, oft gespielt und deswegen Platz 8 heute, diesen Monat. Dann haben wir auf Platz 7 die Teller Knights. Vom 6. Platz letzten Monat runtergerutscht auf Platz 7. Also auch die Tellers haben einfach Plätze getauscht mit BR. Teller hat versucht mit Doof Main und der Artifact Engine irgendwie mitzuhalten, aber es reicht nicht unbedingt. Man muss die Karten halt ziehen und falls sie auch nur eine Runde zu spät kommen, dann war's es, ist einfach vorbei. Chong hat letztens ein Satella Artifact Deckprofile Update gemacht, könnt ihr nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Sonst bei der Liga zockt das auch, aber da läuft es zurzeit auch nicht so berauschend. Dann haben wir auf Platz 6 Burning Abyss, einfach Plätze getauscht mit Satella vom letzten Monat Platz 7. Hat gute neue Karten bekommen, Twin Sister und dieser Rino. Bargish sucht ja zurzeit ein neues Deck. Und eines der Decks, das er sich genauer angeschaut hat, ist eben Burning Abyss. Und wird hoffentlich bald folgen. Ein Video mit ihm, wo er darauf näher eingehen wird, was ihm an Burning Abyss gefällt und was nicht. Und wie er das im jetzigen Meta einschätzen wird. Ansonsten bei uns jetzt Nummer 6 in diesem Meta-Ranking. Dann haben wir auf Platz Nummer 5 auch runtergefallen. Magus Spectre Magician. Also letzten Monat gab es ja noch sehr, sehr viele verschiedene Panel-Decks. Da gab es noch diese Odd-Dice-Variante und diese Star-Saga Level 4 Wombo-Combo-Varianten und sowas. Jetzt gibt es halt nur noch Pepe, das natürlich auf Platz 1 ist und Magus Spectre Magician. Aber an Pepe kommt es halt einfach nicht ran. Dann haben wir neu auf Platz Nummer 4. Habe ich die mal reingestellt. Die Monarchen. Wir haben in den letzten paar Tagen gesehen, wie krass die sein können. Dank Dennis in London hat er Chong und Tati besiegt, Pepe und Cosmo. Ich habe die jetzt einfach mal auf Platz 4 reingestellt. Mal schauen, wie die gegen das Meta ankommen werden. Vor allem nächsten Monat YCS, Prag und sowas. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die dann Top 3 sein werden. Mit Cosmo und Pepe halt. Auf jeden Fall gutes und billiges Deck. Das ist vor allem wichtig. Ich habe mir auch drei Starter geholt und falls ihr das Deck noch nicht kennt, Review habe ich dazu gemacht, schaut das an und dann halt die Matches. Dann kommen wir zu Platz Nummer 3, auch neu, da habe ich Mermel, Atlantean, Zeugs, Wasser halt reingetan, wie es auch genannt wird. Ist jetzt mit dem Prinzen zurückgekommen ins Meta und hat YCS Sydney auch ein, zweimal getoppt. Mal schauen, ob das nur Überraschungsfaktor war oder ob die sich jetzt langfristig länger im Meta behaupten können. Wir werden es sehen. Dann Nummer 2, Cosmo. Hat neue Karten bekommen, ist ein bisschen stabiler geworden. Vor allem mit Tin Can.
haben die jetzt auch einen guten First-Turn-Move und dann spielen die auch noch Call und sowas, also noch explosiver, noch mehr auf OTK. Manche Leute überlegen sogar Wabuku zu spielen jetzt, um einfach OTKs zu überleben. Und es wurde noch mehr Cosmos-Support angekündigt, also mal schauen, was die Zukunft bringt, kann eigentlich nur noch besser werden. Und dann haben wir natürlich auf Platz 1 Pepe, immer noch. Wird wahrscheinlich die nächsten paar Meta-Rankings auch so bleiben, bis irgendwann mal wieder eine Banlist kommt. Mal schauen, wann das ist. Wir werden vielleicht noch eine Banlist Review, also Banlist Review werden wir auf jeden Fall machen, aber Banlist Prediction werden wir vielleicht machen, falls wir die Zeit dazu haben und falls nicht überraschenderweise auf einmal ein angekündigt wird. Ansonsten war es auch schon wieder. Heute kurze Folge nur. Mal schauen, was nächsten Monat passiert mit Wing Raiders und YCS Prague. Wir werden natürlich YCS Prague auch da sein. Schaut vorbei. Sagt Hallo, falls ihr uns seht. Und wieder ein paar verrückte Vlogs. Der Leinde wird auch dabei sein. Also wieder Leinde Vlogs mit dem Leinden. Ansonsten bis zum nächsten Mal und leidet nicht so viel. Hey Jungs, Servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch gerne Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.